Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Daniel Kartner. Ich vertrete heute den eigentlichen Sprecher, der hier sein sollte, Bastian Schäfer, der leider kurzfristig eine Terminänderung hatte und deswegen nicht hier sein kann. Kurz zu mir. Ich habe Medieninformatik an der TU Dresden studiert und bin jetzt Mitarbeiter an der Professur für Geoinformationssysteme, ebenfalls an der TU Dresden. Die Professur beschäftigt sich ganz allgemein mit dem Aufbau von Geodateninfrastrukturen sowie dem Geoprocessing ganz allgemein. Im heutigen Vortrag möchte ich Ihnen unser Konzept des WPS App Store näher bringen, welches also ein Marktplatz für freie Algorithmen, welchen wir in Zusammenarbeit oder in Kooperation mit 52 Nord entwickelt haben. Kurz zum Geoprocessing ganz allgemein. Es liegen schon sehr viele Daten vor. Diese sind die meisten davon haben einen räumlichen oder einen zeitlichen Bezug und können damit als Geodaten bezeichnet werden und viele davon sind sogar frei verfügbar. Um einen Mehrwert aus diesen Geodaten zu erzeugen oder zusätzliche Geoinformationen, ist es notwendig, diese Daten zu prozessieren mit entsprechenden Algorithmen. Das ist bereits bekannt aus lokalen Geoinformationssystemen, wie zum Beispiel GRAS oder QGIS, kennt man dieses Schema. Das Ganze geht auch verteilt. Das heißt, hier liegen die Geoprozessierungsdienste und die Geodaten an verschiedenen Stellen in einem Netzwerk. Und der übliche Ablauf ist so, dass die Geodaten zur Prozessierung hin transportiert werden müssen. Dort werden sie prozessiert und dann müssen sie wieder an den Anwender zurückgeschickt werden. Das ist der allgemeine Aufbau. Das ist typischerweise also ein datengetriebener Ansatz. Hierbei ist allerdings halt das Problem, dass es die Geodaten sehr große Datenvolumen besitzen und das somit eine Art Flaschenhals darstellt bei der Übertragung. Ein anderer Ansatz ist, um das Ganze verteilt zu machen oder um diese Geoprozessierungsalgorithmen zu nutzen, ist es bereits vorhandene Algorithmen, die in irgendeiner Form vorhanden sind, sei es durch wissenschaftliche Abhandlungen oder aus Büchern, selbst bei sich im lokalen in der lokalen Institution umzusetzen. Da kann allerdings wieder Probleme bereiten, dass es mitunter sehr komplex ist, wenn man jetzt absieht von diesen einfachen Algorithmen. Das heißt, der Wunsch, den wir darin sehen oder was wir denken, was nützlich ist, ist, dass ein einfacher und sehr unkomplizierter Austausch von Algorithmen möglich sein müsste. Warum ist dieses überhaupt sinnvoll, Algorithmen zu tauschen? Nun, zum einen ist es so, dass die Kompetenzen von Geodaten und Algorithmen in den seltensten Fällen innerhalb der gleichen Institution sich befinden. Das heißt, meist ist es so, dass es eine geodatenhaltende Stelle gibt, wie die Landesämter für Vermessung, die allerdings nicht die Kompetenz ist ein falsches Wort, die Expertise darin haben, jetzt auch die entsprechenden Algorithmen zu entwickeln, um diese Geodaten weiterzuverarbeiten, um weitere Geoinformationen oder einen Mehrwert daraus zu erzeugen. Genau. Weiterhin ist das große Problem, das was ich vorhin schon angesprochen hatte, dass die Geodaten ein sehr großes Volumen haben. Das heißt, ich muss sie immer transportieren zum Geoprozessierungsdienst hin und wieder zurück. Und das führt zu einer sehr hohen Netzwerklast. In Deutschland ist es einigermaßen gut, haben wir ein einigermaßen gut ausgestattetes Breitbandnetz. Allerdings ist die Bandbreite in anderen Ländern eher gering und dadurch ist das schon ein sehr hemmender Flaschenhals. Außerdem kann es vorkommen, dass es sicherheitskritische Geodaten existieren. Das heißt, Geodaten, die zum Beispiel Gesundheitsdaten, die Gesundheitsämter besitzen, diese dürfen gewisse Rahmen nicht verlassen. Das heißt, die müssen innerhalb dieser Institution bleiben und dürfen bloß anonymisiert oder in irgendeiner anderen Form nach außen gegeben werden. Das heißt, diese Daten, mit denen ist es überhaupt gar nicht möglich, die innerhalb so einer Infrastruktur zu nutzen, weil diese nicht nach außen hin zu wildfremden Diensten weitergegeben werden dürfen. Außerdem gibt es sehr rechenintensive Algorithmen, wie zum Beispiel den NDVI-Berechnen von mehreren Satellitenbildern. Die machen wenig Sinn oder es ist nicht sehr ratsam, diese als Dienst umzusetzen.
Und wenn ich dann halt einmal so einen Dienst gefunden habe, der mir die entsprechende Geoprozessierung oder eine Form der Geoprozessierung anbietet, wie ich sie haben möchte, habe ich immer noch das Problem, dass er halt sehr allgemein gefasst ist. Das heißt, wenn ich einen individuellen Algorithmus haben möchte, dann habe ich hier ein Problem und müsste mir das halt irgendwie selbst zusammenstellen. In diese Lücke, dass Algorithmen, dass der Bedarf dasteht, dass Algorithmen getauscht werden können, springt unser Konzept des WPS App Stores oder Geoprocessing App Stores. Der Geoprocessing App Store ist im Grunde ein Community-basierendes Portal, in dem Algorithmen heraufgeladen werden können von Anbietern und in dem Algorithmen von Nutzern heruntergeladen werden können und bei sich selbst ausgeführt werden können. Es ist also so ein ähnliches System, wie es bereits von bekannten Portalen oder wie man es bereits von sehr großen Portalen kennt, wie zum Beispiel iTunes oder den Android Market oder diesen Google Play, wie es jetzt seit neuestem heißt. Das heißt, hier wird auf einer Basis einer Community werden bei diesen zwei großen Vertretern Apps erstellt, in unserem Fall Algorithmen. Das heißt, wir stellen prinzipiell ein Grundgerüst zur Verfügung, mit dem Algorithmen über zwischen verschiedenen Systemen getauscht werden können. Und wir definieren außerdem, wie ein solches Algorithmuspaket, weil da gehört noch ein bisschen mehr dazu, als nur der reine Algorithmus, auszusehen hat. Ganz allgemein verwenden wir dabei auch dieses allgemein bekannte Publish-Find-Bind-Prinzip. Das heißt, ein Anbieter publiziert seine Algorithmen in unserem Store. Ein Nutzer kann sich zu unserem Store verbinden, darauf suchen nach Algorithmen und im Endeffekt diesen nutzen, indem er entweder vom Anbieter ihn herunterlädt oder von unserem App Store. Bei der Konzeption dieses ganzen Konstruktes sind wir halt auf einige Bestandteile gestoßen, die uns als sehr wichtig, die uns sehr wichtig waren. Und zum einen oder der größte Punkt dafür ist die Qualitätssicherung. Denn ohne eine große Qualität oder ohne eine gesicherte Qualität ist eine Akzeptanz innerhalb einer Community und darauf basiert ja unser ganzes Modell überhaupt gar nicht umsetzbar. Das heißt, das einfachste Mittel, um zunächst eine minimale Qualität zu erreichen, ist, dass wir die Algorithmen, die hochgeladen werden, auf Viren überprüfen. Also das ist wirklich so das Basic, was wir machen können. Der nächste Punkt, den wir umsetzen, ist, dass wir eine Expertenbegutachtung machen. Das heißt, hier überprüfen Experten die eingereichten Algorithmen und bewerten diese oder geben Feedback dazu. Hier ist allerdings, sind auch Forschungsfragen offen, zum Beispiel, wer sind denn überhaupt Experten oder wie wird man überhaupt zu einem Experten? Wer definiert, wer ein Experte ist? Daraus lassen sich dann andere Fragestellungen stellen. Kann man vielleicht so eine Expertenbegutachtung in irgendeiner Form automatisieren oder teilautomatisieren? Also das sind noch Dinge, die noch offen sind, aber die wir angehen werden wollen. Da unser ganzes System ja auf einer Community basiert, haben wir außerdem ein Review-System geplant und zum Teil schon eingebaut. Das heißt, die Community selbst kann die Algorithmen bewerten, kann Kommentare dazu abgeben. Und das kennt man bereits von Dingen wie zum Beispiel von Amazon. Das ganz klassische Beispiel, es werden 5 Sterne vergeben, 4, was weiß ich, wie viel. Hier stellt sich allerdings wiederum die Frage, was wird hier eigentlich bewertet? Also es ist wieder so eine Forschungsfrage, die uns noch beschäftigt. Wie kann man das gut genug bewerten? Was sagen uns jetzt in diesem Fall 5 Punkte oder 5 Sterne aus? Heißt das, der Algorithmus ist schnell? Heißt das, Algorithmus liefert wunderschöne bunte Bilder oder ich mag den Autor? Das ist etwas noch kritisch zu begutachten. Günstiger ist dann schon so eine Variante, wie es bei dieser Hotelbewertungsseite ist, dass man schon vorher schon Kategorien definiert, die dann einzeln bewertet werden können. Ob das jetzt allerdings schon der Weisheit letzter Schluss ist, das ist uns auch noch nicht ganz bewusst. Also wir glauben, es gibt bestimmt noch irgendwas Besseres. Es muss bloß erst noch gefunden werden. Zum Schluss bauen wir noch ein Empfehlungssystem.
Das heißt ganz ähnlich wieder dieser klassische Fall Amazon, wie man ihn kennt, dieser berühmte Satz, Kunden, die dies kauften, kauften auch. Und genau sowas wollen wir halt auch mit integrieren. Das heißt, Algorithmen, Nutzer, die jenen oder diesen Algorithmus nutzten, nutzten ebenfalls einen anderen Algorithmus. Ein nächster wichtiger Punkt in unserem App Store ist das Testen von Algorithmen. Hierzu gehen wir den ganz klassischen Weg. Also das heißt, die Nutzer können die Algorithmen manuell ausprobieren, indem sie sich einfach runterladen, bei sich einfach ausführen. Sie können sie rein begutachten, indem sie halt, wenn die Quellcodes angegeben sind, das ist immer die Frage noch, liefern die Anbieter, die diese Algorithmen einstellen, überhaupt die Quellcodes mit und ist ein Vertrauen in die ausführbaren Dateien bei der Community so groß, dass sie sich darauf verlassen, dass alles in Ordnung ist, was der Algorithmus durchführt. Als weiteres Testing nutzen wir einen Bug-Tracking-Ansatz, das heißt, wir implementieren oder wir haben einen Bug-Tracker implementiert, das heißt, die Nutzer können, wenn sie Probleme mit irgendeinem Algorithmus haben, können sie diese Probleme melden, in der Community mitteilen und so und eventuell auch ihre vorhandenen Daten, die sie genutzt hatten, mit einspeisen und dann kann die Community versuchen, eine Lösung für das Problem zu finden. Außerdem existiert noch eine Sandbox, das heißt, dass die Algorithmen innerhalb einer geschlossenen Umgebung, die bereits von uns integriert wurde, ausgeführt werden können. Hier ist halt allerdings immer erforderlich, dass im besten Fall schon Testdaten, die der Anbieter mitliefert, vorhanden sind. Und das ist meist ein großes Problem. Ein Algorithmuspaket ganz allgemein besteht, also Testdaten könnten in diesen Algorithmuspaket mit integriert werden oder in dieses Codepaket. Minimalen Voraussetzungen für ein solches Codepaket sind zum einen die ausführbaren Dateien, die müssen mit vorhanden sein und die Metadaten, die einfach den Algorithmus noch näher beschreiben. Zusätzliche Optionen sind dann, dass eben die Quelldateien mit dem Algorithmus vorhanden, also des Algorithmus mit vorhanden sind, sowie noch zusätzliche Testdaten. Der Lebenszyklus eines Codepakets, wie wir es uns vorstellen, ist in der Abbildung dargestellt. Das heißt, in diesem gelben Fall, solange noch in einem Entwicklungsstatus befindet, ist er noch unpublished oder unstable. Sobald er dann einen stabilen Zustand erreicht hat, wird er veröffentlicht auf unserem Marketplace und kann dann von anderen Anwendern, das ist der Pfeil nach oben, kann dann von anderen Anwendern genutzt werden. Weiterhin gibt es natürlich auch noch die üblichen Zustände, wie dass ein Algorithmus veraltet ist oder auch, dass er mittlerweile so outdated ist, dass er gelöscht werden kann. Zusätzlich zu diesem normalen Zyklus haben wir halt auch vorgesehen oder ist schon integriert, dass man Algorithmen auch refactoren kann, das heißt, man kann sie updaten, sei es, dass der Anbieter selbst feststellt, ich habe eine neue Methode gefunden, mit der alles effizienter funktioniert, oder auch, dass die Community Hinweise gibt, dass etwaige Fehler noch vorhanden sind. Um solche Updates oder generell um etwas Neues zu entdecken in unserem App Store, ist ein nächster großer Punkt das Benachrichtigungssystem. Hier verwenden wir auch die ganz klassischen Verfahren, wie zum einen ein Newsletter. Das heißt, hier werden, wie man es halt kennt, in regelmäßigen zeitlichen Abständen werden die neuesten Algorithmen oder Algorithmen-Updates präsentiert. RSS-Feeds sind abonnierbar, das heißt, sobald ein Algorithmus, den ich selbst bereits schon benutze, verändert wird, werde ich automatisch sofort benachrichtigt, sobald eine neue Version da ist. Und hier ist es auch möglich, dann diese Feeds zu individualisieren. Das heißt, falls ich als Anwender den Bedarf sehe, dass ich nur über Algorithmen von einem bestimmten Kontext informiert werden möchte, dann ist es darüber möglich. Außerdem der etwas schwierigere Teil ist dann ein Vorschlagssystem, was integriert werden muss noch. Hier ist es so, dass wir quasi für jeden Nutzer ein Benutzermodell oder das Benutzermodell eines jeden Nutzers auswerten und auf Basis dessen Präferenzen und Interessen, was er bisher schon in diesem App Store konsumiert hat,
neue Algorithmen vorschlagen. Ja, wie wird jetzt überhaupt ganz, wie werden Algorithmen austauschbar gemacht? Das ist dann der Kern des Ganzen. Im Grunde ist es so, dass man eigentlich nur beschreiben muss, die Funktionen, die genutzt werden in einem solchen Algorithmus, muss man in irgendeiner Form semantisch beschreiben, sodass sie auch von anderen Systemen verstanden werden kann. Wir nutzen als Basis dessen den Web Processing Service oder ein Teilstück des Web Processing Service und erreichen damit, dass die Algorithmen maschinenlesbar von anderen Systemen sind. Dafür haben wir ein dreischichtiges Modell definiert. Und zum einen, das die Funktionalität beschreibt. Das heißt, hier werden dann die Inputs und Outputs, die benötigt werden, von dem Algorithmus beschrieben. Zum anderen muss die Plattform beschrieben werden, auf dem der Algorithmus ausgeführt werden kann. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das heißt, hier werden dann definiert, welche Software benötigt wird, um den Algorithmus überhaupt auszuführen, sei es GRASS oder GDAL. Hier haben wir allerdings eine sehr grobkörnige Gliederung. Das heißt, sowas ganz Feingranulares wie ich brauche Bibliothek XY.73, sowas ist im derzeitigen Status noch nicht möglich. Ja, und der nächste größere Punkt ist dann noch, dass die Hardware in irgendeiner Form beschrieben werden muss. Das heißt, welche Hardware wird benötigt, um den Algorithmus überhaupt laufen lassen zu können. Ja, wie bereits gesagt, nutzen wir dafür eine Schnittstelle vom bereits bestehenden WPS-Standard, und zwar diese Describe Process. In dem oberen Bereich, im roten Bereich, das ist das, was wir von dem Standard benutzen. Hier werden der Algorithmus selbst beschrieben, sowie die Input- und Output-Parameter. Und wir erweitern dieses ganze Dokument um die zusätzlichen Funktionalitäten, die wir noch brauchen, um eben Algorithmen austauschen lassen zu können. Sei es die Plattform wird beschrieben und die Hardware. Ja, ein ganz einfaches Beispiel, wie das Ganze dann funktionieren wird oder könnte. Also das ist jetzt noch ein fiktives Beispiel. Angenommen, wir haben unten in dieser Wolke, das ist unsere Cloud beispielsweise, da existieren bereits Geodaten in irgendeiner Form hier auf Datenservern und wir haben bereits WPS-Instanzen, die allerdings noch ohne Funktionalität sind. Ein Nutzer innerhalb von dieser Cloud kann jetzt über dieses Publish-Find-Bind-Prinzip, also kann jetzt suchen in unserem App Store nach Algorithmen, die er benötigt, um seine Geodaten weiterzuverarbeiten. Entweder die Algorithmen liegen auf dem App Store selbst oder sie liegen auf Seiten des Anbieters. Das heißt, hier noch in diesem ist es dargestellt mit diesen Algorithm Feeds. Dann kann er die Geodaten bei sich auf seinen WPSen durch ein einfaches Angeben der Netzwerkadresse, wo das Algorithmuspaket liegt, draufspielen und dann innerhalb seiner Umgebung nutzen. Das heißt, wir haben jetzt im Vergleich zu vorher, wo vorher nur bewegliche Daten waren, das heißt, wir konnten die Daten zu den Prozessierungsdiensten hinschicken und wir konnten vielleicht in unserer Cloud-Umgebung noch zusätzliche Rechenkapazität hinzufügen, haben wir jetzt noch einen weiteren Freiheitsgrad, und zwar, dass wir jetzt den Code beliebig von einer Maschine zu einer anderen Maschine hin bewegen können. Ein mehr konkreteres Beispiel ist hier zu sehen, das ist ein bisschen viel. Es geht erstmal oben um den oberen Teil. Ich arbeite in einem Projekt EO2Heaven, das beschäftigt sich mit dem Einfluss von Umweltparametern auf die Gesundheit. Und hier ist ein typischer Ablauf, dass an Messstellen Schadstoffwerte gemessen werden und diese müssen dann über eine Interpolation wird dann eine flächendeckende Karte davon erstellt, die sogenannte Schadstoffausbreitungskarte. Also das heißt, wir brauchen irgendeine Form von Interpolation. Diese Schadstoffausbreitungskarten müssen dann noch verschnitten werden mit den Gesundheitsdaten, die allerdings auf in der statistischen Einheit von Gemeinden vorliegen, um dann im Endeffekt Risikokarten dafür für unseren Anwendungsfall zu generieren. Das heißt, wir haben hier in dem Fall, brauchen wir zwei Algorithmen, zum einen die Interpolation und zum anderen die Aggregation. Was wir jetzt auch schon umgesetzt haben, ist, dass wir halt WPS-Instanzen aufgesetzt haben. Wir haben des Weiteren dann in den App-Stores nach Algorithmen gesucht. Die sind jetzt momentan noch nicht sehr gefüllt, aber wir haben schon beispielhafte Algorithmen integriert.
konnten die dann abonnieren. Das heißt, wie es rechts unten in dem Bild zu sehen ist, das ist die Web-Oberfläche der Administrationskonsole für den WPS von 52 Nord. Durch einfache Angabe, das ist wirklich sehr klein, durch einfache Angabe der lokalen oder der entfernten Netzwerkadresse wurde der Algorithmus eingebunden und steht dann unmittelbar, das heißt, nachdem diese ganzen entsprechenden Datenpakete heruntergeladen wurden, auf meiner eigenen Instanz zur Verfügung. Wie gesagt, das ist bis jetzt noch ein Konzept, was in großen Teilen schon umgesetzt wurde, aber dieses komplette Gesamtpaket fehlt noch. Wir haben mittlerweile schon so eine Art minimalen App Store definiert, der so ein halber Katalog ist, in dem Geoprocessing-Dienste Algorithmen gesucht werden können. Das heißt, hier kann der Nutzer zunächst suchen und finden und auch diesen Algorithmus näher explorieren, ohne ihn direkt auszuführen. Des Weiteren die Erstellung eines solchen Algorithmus-Paketes ist etwas komplexer. Auch hierfür haben wir schon Komponenten entwickelt, dass auf Basis eines einfachen Skriptes können komplette Pakete erstellt werden, auch über eine einfache Web-Oberfläche. Ja, wie gesagt, alles noch größtenteils Konzept. Es entstehen noch ganz viele Forschungsfragen, die hier noch offen sind. Zum einen, was sind optimale Bewertungs- und Suchstrategien, die wir anwenden können für unseren App Store? Des Weiteren beschäftigt sich eine Dissertation in unserer Professur damit, Geo-Operatoren semantisch korrekt zu beschreiben. Das würde uns loslösen davon, dass wir jetzt uns momentan auf den WPS stürzen und diesen als Basis nehmen, sondern wir könnten an eine Abstraktionsebene höher gehen und könnten dann losgelöst von allen möglichen Technologien Algorithmen austauschfähig machen. Ja, nicht nur bei uns, sondern auch im Bereich des Cloud Computing allgemein ist der nächste Punkt ein großes Problem. Wie beschreibt man überhaupt Hardwareanforderungen semantisch korrekt? Darum geht es jetzt nicht darum, jetzt die Prozessoranzahl zu beschreiben, sondern eher andere Variablen, die nicht eindeutig greifbar sind, zu definieren. Generell wollen wir unseren App Store dahingehend erweitern oder dahingehend ausbauen, dass er gut harmonisiert mit allen möglichen Cloud-Umgebungen, sei es jetzt Infrastructure oder auch in die Grid-Richtung gehen. Wir wollen dabei allerdings auch nicht vergessen, dass es auch möglich sein soll, offline zu arbeiten. Das heißt, dass man nicht an eine permanente Internetverbindung gebunden ist, sondern auch dass den Einsatz in Offline-Umgebungen nutzen kann. Ja, zum Schluss jetzt noch zwei Ankündigungen. Also das war jetzt wirklich bloß ein ganz grober Überblick, der sich mehr um unser Konzept drehte. Wer mehr wissen möchte über die technischen Details, der ist gerne eingeladen zur Agile und zur Inspire-Konferenz in diesem Jahr. Da werden zwei weitere Vorträge von uns gehalten, die sich aber mehr um die technischen Bestandteile drehen. Vor allen Dingen um die Geschichte, wie Algorithmen Pakete beschrieben werden müssen. Und zum anderen, wer ganz großes Interesse hat und nicht bis dahin warten möchte, der kann sich gerne auf unserer Webseite darüber informieren. Da stehen im Grunde ein bisschen mehr Informationen als jetzt gerade gegeben. Und ja, damit bin ich auch schon fertig und bedanke mich zunächst und